1Live. Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Nach 5 Minuten ungefähr sind wir im Radio und dann kommt das Fernsehen dazu. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freie Themennacht 0800 220 5050, wenn ihr anrufen wollt und wenn ihr mir melden wollt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist Martina und Martina ist 32 Jahre alt. Hallo Martina. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ja, ich hatte letzte Woche angerufen, da hattet ihr das Thema, ich bin zu weit gegangen. Ja. Ja, und dazu wollte ich eigentlich was sagen. Ich habe im Sommer letzten Jahres einen Briefträger von mir zu einem Glas Cola eingeladen. Oh weia, ich ahne schon, wo es hinführt. Ja, du ahnst, wohin Martina lädt einen Briefträger zum Glas Cola ein. Ja. Und dann? Und dann, ja, hat er mir schöne Augen gemacht, Andeutungen. Wenn ich dich vor 12 Jahren kennengelernt hätte, wäre ich heute nicht verheiratet. Hat er gleich gesagt? Ja. Noch vor der Cola? Na, während der Cola? Noch vor der Cola. Ja. Was hattest du denn an? Man hat ja immer so eine Vorstellung, die Jungs werden dann gleich von den Frauen so im Negligé empfangen. Nein, ganz normal, das war im Treppenhaus hier. nein. Ja, und dann? Ja, dann haben wir diese Cola getrunken, dann hat sich der Kontakt etwas weiterentwickelt. Ja. Ach, ja, und irgendwann hat er mir seine Liebe gestanden. Alles innerhalb von einer Stunde oder so? Nein, von ein paar Tagen. Ach so. Es ist am gleichen Tag nicht zur Sache gegangen? Nein. Es hat sich dann entwickelt. Bist du solo gewesen zu der Zeit? Ja, ich ja. Er nicht? Er ist verheiratet. Gibt's ihn immer noch? Es gibt ihn immer noch, aber mittlerweile auf Distanz. Ja. Weil seine Frau mittlerweile gemerkt hat, was läuft. Ach so. Wann war diese erste Cola-Begegnung? Die erste Cola-Begegnung war letztes Jahr, also 2003. Ach so, ah ja. Im Sommer. Ah ja. Mhm. Und dann ergab sich daraus wirklich so eine Affäre? Ja. Eine Affäre mit dem Briefträger? Ja, er hat dann irgendwann sonntagsabends mal ganz spontan angerufen. Du, sagt er, was machst du gerade? Ich sag, ich bin zu Hause. Ja, ich komm vorbei. Ja, komm vorbei, hast du da gesagt. Komm doch ruhig mal vorbei. Ja, genau. Das lustig. Endete dann im... Ja, im Bett. Sagen wir es doch gleich so, ganz offen. Ja. Aber dich hat es jetzt doch auf Distanz gebracht, weil das dir zu kompliziert ist mit der Ehefrau und so weiter. Ja, weil sie es mittlerweile rausgekriegt hat. Bist du denn richtig verknallt in den Mann? Liebst du ihn? Oder ist es doch eher so ein Spaß, so eine Affäre? Nein, es ist schon Liebe. Ja, das heißt also, du bist schon in einer problematischen Phase im Moment. Ja, Gefühle sind echt da. Aber er will sich auch nicht von ihr trennen. Er will sich nicht von ihr trennen. Die haben eine gemeinsame Tochter, die ist jetzt 9 Jahre alt. Das heißt, er sieht dich eher so als Affäre, ne? Ja, zum Spaß haben. Das ist dann schon hart, wenn man selbst Gefühle investiert hat, ne? Ja. Aber dann zumal er mir ja auch gesagt hat, er liebt mich. Ja, das sagen direkt die Worte, ich liebe dich. Ja, das sagen die Menschen oft so leichtfertig dahin, ne? Letztendlich würdest du schon spüren, wenn er dich lieben würde, dann würde er sich nämlich für dich entscheiden. Eben. Aber insofern finde ich deine Entscheidung schon mal gut, oder dein Verhalten, da auf Distanz zu gehen. Denn sonst wirst du immer unglücklicher. Du wirst immer das fünfte Rad am Wagen sein und das hat dann keine Zukunft, ne? Nein, das hat keine Zukunft, nur komplett. Die Distanz kann ich auch nicht momentan. Wie lange läuft die Distanz jetzt? Die Distanz läuft jetzt seit 3 Wochen ungefähr, 4 Wochen. Ich würde es weiter versuchen, Martina. Ich kann es nicht. Ja. Dann versuch es immer wieder. Nein, ich kann es nicht. Dann versuch es immer wieder. Dann gibt ich sag dir jetzt, soll ich dir sagen, warum? Ja? Weil ich schwanger bin von ihm. Ach du liebe Zeit. Weiß er das? Nein, noch nicht. Dann sag's ihm. Ja, ich werde es wohl messen. Das ist der nächste Schritt, ihm das zu sagen und mal gucken, wie sich die Dinge dann entwickeln. Vielleicht löst das ja doch etwas anderes in ihm aus, was die ganze Sache in Bewegung bringen könnte. Aber gibt es denn da keine Verhütung, Mensch? Gibt es schon, ne? Gibt es schon. Du erwachsene Frau von 32 Jahren. Ja, du hast
Aber wenn man bis über beide Ohren verknallt ist, denkt man nicht an sowas. So, Martine, jetzt bitte ich dich, es Ihnen so schnell wie möglich zu sagen, die Situation zu besprechen und mir dann nochmal zu mailen. Dir zu mailen? Ja, ich würde gerne wissen, wie das weitergeht und vielleicht können wir uns nochmal unterhalten. Ich kann, aber ich habe kein Internet oder so. Ach so, dann werden wir dich nochmal anrufen. Wir haben ja deine Telefonnummer. Sollen wir es so machen? Ja, machen wir es. So verbleiben wir und wir hören voneinander oder sprechen wieder miteinander. Okay, Domian. Alles Gute, bis dahin. Ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt haben wir noch ein paar Sekunden Zeit, bis das Fernsehen sich zuschaltet und dann machen wir noch ein paar Takte. Ach ne, brauchen wir gar nicht. Ich sehe gerade, im Fernsehen läuft schon der Vorspann. Kann ich euch inzwischen sagen, dass wir morgen das Thema haben, ich bin ein schlechter Mensch. Heute ist eine freie Themennacht. Und ihr könnt morgen, so wie immer, natürlich auch schon ab 0 Uhr anrufen. Und um eins geht es dann los mit dem Thema, ich bin ein schlechter Mensch. Im Fernsehen läuft der Vorspann mit unserem Auto. Da fahre ich durch Köln. Der Vorspann ist jetzt gleich zu Ende in ein paar Sekunden und da werde ich die Fernsehnation begrüßen. Liebe Fernsehnation, ich begrüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. 5 Minuten Verspätung, wir bitten das zu entschuldigen. Aber schön, dass ihr da seid. Wir haben eine freie Themennacht heute. Wieder wie immer dienstags und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann nur zu, ran an die Telefone oder an die Faxgeräte oder an den Computer. 0800 220 5050, die Telefonnummer, Faxnummer 0800 220 5051, die Faxnummer und mailen unter domian@wdr.de. Jetzt bin ich verbunden mit dem Alexander und Alexander ist 34 Jahre alt. Hallo. Servus, Domian. Hey, du klingst aber schlecht. Die Leitung ist nicht so dolle. Hallo? Jetzt besser? Ja, es klingt so ein bisschen dosig, aber ich glaube, wir verstehen uns schon. Alexander, um was geht's? Ja, es geht darum, ich bin Callboy seit 2 Jahren. Ja? Und habe mich spezialisiert aufgrund meiner Ex-Freundin auf Fesselspiele. Ah, mit Frauen? Genau. Ja. Nur mit Frauen. Callboy, nur Fesselspiele. Genau. Das ist aber sehr, sehr speziell. Gibt es denn da genügend Kundschaft, Kundinnen? Absolut. Ehrlich? Also, ich hätte es nicht gedacht, dass es so viele Kundinnen gibt dafür, aber... Jetzt rollen wir die Sache erstmal von vorne auf. Ja. Das ist ja nun keine übliche Berufsentscheidung zu sagen, im Alter von 32, damals warst du 32, genau, ich werde jetzt Callboy. Was hast du vorher gemacht beruflich? Oh, ich war Kaufmann im Einzelhandel. Ja. Und dann war ich in der Gastronomie tätig. Ja. Und dadurch habe ich eigentlich die Frauen eigentlich so richtig kennengelernt. Ach so. Ja. Gastronomie heißt, du hast gekellnert und... Genau. Und dadurch kam ich so in den Kontakt zu Frauen irgendwie und habe gemerkt, das ist irgendwie so eine Marktlücke, die sich keiner irgendwie erbarmen will. Ja. Also feste Spiele mit Frauen als Callboy, das ist die Marktlücke. Genau, ja. Absolut. Also ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt mittlerweile so 68 Stammkundinnen. 68 Stammkundinnen? Genau, die mich so unregelmäßig, aber regelmäßig anrufen. Ja. Und jetzt erzähl mir noch, wie damals dann die Entscheidung kam. Das ist ja doch eine harte Entscheidung, vom Kellner oder vom kaufmännischen Angestellten zu sagen, ich werde jetzt Callboy für Fesselspiele für Frauen. Ist ja schon ein bisschen schräg. Wie kam die Entscheidung? Ja, das kam aufgrund meiner Ex-Freundin, weil die hat mir eigentlich so die Lehre gezeigt, wie man halt das so macht. Achso, die stand drauf? Ja, die stand total drauf. Und da hast du dir gedacht, warum damit nicht Geld verdienen? Die Freundin hat dir Komplimente gemacht, dass du es gut kannst. Und da hast du gedacht, Mensch, da kann ich Kohle mitmachen. Ich habe sogar Lehrgänge besucht. Also Lehrgänge? Bondage, genau, es gibt ja Lehrgänge dafür. Wie man halt eine Frau richtig fesselt, ohne dass sie ihr wehtut. Ehrlich, da gibt es Lehrgänge? Ja, ja. So im Erotikbereich so? Genau. Und lustig, wusste ich auch noch nicht. Doch, und so 4 bis 6 Wochen und da geht man halt 2 bis 3 Mal die Woche hin. Ja. Und dann habe ich mich halt drauf spezialisiert. Und dann hast du entschieden, hast du halt, okay, ich mache das jetzt. Ich werfe mich jetzt auf den Markt der Callboys und biete das an. Und das funktionierte dann auch gleich. Also ich habe so öffentliche Inserate gemacht, ja? in Zeitungen, Annoncen, in so Zeitschriften, die offensichtlich waren und so weiter. Ja. Und es sind meistens liierte Frauen, muss ich dazu sagen. Und das bewegt sich nicht in dem Bereich, wo man sagen kann, also so 50, 60-Jährige, das ist so 20% meiner Klientel. Ich wollte gerade sagen, wie du sagst, du hast 68 Stammkundinnen ungefähr. Genau. Sag mal so die Altersspanne von bis. Also ich sag 80% der Kundinnen sind zwischen 25 und 35. Ach, doch so jung.
Ja. Doch so jung. Absolut. Mhm. Hätte ich auch nicht so gedacht, aber. Nun fragen wir uns natürlich alle, übrigens solltet ihr gerade eingeschaltet haben, ich bin verbunden mit Alexander, der ist 34 Jahre alt und arbeitet als Callboy für Frauen, spezialisiert auf Fesselspiele. Genau. So, jetzt erklär uns doch mal, was du dann genau mit den Frauen machst. Nur fesseln? Wie fesseln? Woran fesseln? Erzähl. Also es gibt unterschiedliche Sitzungen, aber bei mir kostet eine Sitzung so ungefähr 125 Euro fängt das an. Ja. Und das dauert in der Regel 3 bis 4 Stunden. Also bis man eine Frau gefesselt hat, dauert das auch in der Regel so 1 bis 1,5 Stunden. So lange? Ja, doch schon. Ja, also wenn man, und dann, wenn man mit ihr intim sein will, dann dauert das schon so über 4, 5 Stunden. Also eine Sitzung geht in der Regel bis zu 4, 5 Stunden. Ja, und das dann für den gerade genannten Preis? Nee, also das kannst du ja hochrechnen. Ach so, ach dann hochgerechnet. Ja, ich verstehe. Genau. Ja, gut. Dann kommt natürlich eine ganz schöne Summe auch rum. Genau. Ja. Genau. Aber jetzt nochmal, wie habe ich mir das vorzustellen? Du kommst irgendwo rein, du besuchst die Kundinnen. Genau. Ja, so. Und wie geht das dann? Mach mal im schnellen Raffer, erklär es mal so. Also ganz kurz erzählt ist es so, ich komme da rein, die Kundin erzählt mir, was sie haben will. Ja. Also in der Regel ist es so, dass sie zum Beispiel auf Haussex stehen, wenn sie nicht gerade liiert sind oder so, oder nicht der Ehemann gerade zu Hause ist oder was weiß ich, dass sie an ihr Bett gefesselt werden möchten, ja, und die Augen verbunden haben möchten und so weiter und so fort. Aber es gibt sehr viele Kundinnen, die zum Beispiel sagen, ja gut, okay, ich habe jetzt eine Woche frei. Mhm. Und die dann sagen, gut, okay, Alexander, fährst mit mir in Urlaub zum Beispiel nach Marbella. Aha, sowas gibt's auch. Ja. Und dann bezahlen die Frauen dir auch die Reise und den Hotelaufenthalt? Genau. Ja. Und noch die Spesen dazu. Die Spesen also auch dazu. Okay, das ist eine Sondervariante. Ich will mir mal so eine Nacht oder so ein paar Stunden vorstellen. Ja. Nehmen wir mal an, die Frau steht auf Haussex, so wie du es gerade ausgedrückt hast. Genau. Dann fesselst du die junge Dame an ihr Bett. Genau. So mit Hände, Füße. Beine, genau, Arme. Das, also ich habe alles eigentlich dabei. Also meine ganzen Utensilien habe ich in der Regel in der Turntasche dabei. Also hast dein so Köfferchen, wie Oliver Kahn mit seiner... Dein Behandlungsköfferchen dabei. Genau. So, dann werden die Augen verbunden. Je nach Wunsch. Sowohl als auch. Also es kommt immer drauf an. Also ja, manche Kundinnen stehen drauf, dass sie halt nur gefühlt werden möchten. Und manche Kundinnen stehen halt auch nur drauf, erniedrigt zu werden. Ja. Und halt gefesselt zu werden. Aber ist das denn in der Regel so, dass du sie an das Bett fesselst? Oder kann auch schon mal eine Kundin sagen, ich möchte gerne im Keller Es gab sogar welche Domian, die gesagt haben, hier, ich möchte in den Wald gehen und ich möchte an einem Baum gefesselt werden. Und dann kommen mal 1, 2 Stunden nicht vorbei. Sowas gibt's auch. Das gibt's auch. Ja, das wollte ich mir jetzt fragen. Eigentlich ist die Frau ja so nach meiner Vorstellung dann schnell gefesselt. Aber was passiert dann weiter? Ja, ich sage ja gerade, also es ist unterschiedlich, wirklich unterschiedlich. Es gibt eine Frau zum Beispiel, die ist meine Stammkundin, ja, die steht halt drauf auf öffentlichen Sex, ja. Die dann wirklich sagt, ja gut, okay, ich möchte jetzt auf dem Kinderspielplatz zum Beispiel an der Wippe gefesselt werden. Das wirst du hoffentlich nicht machen. Bitte? Das wirst du hoffentlich nicht machen, das werdet ihr hoffentlich... Ich gemacht, ja. Ja, ihr könnt ja nicht am Kinderspielplatz so solche Spielereien machen, das geht doch nicht. Ja, nachts, hallo, da ist Ach so, nachts, ach so, ja. Also, ja. Da lacht er. Natürlich. Ja, okay, also in der Öffentlichkeit ist mir klar. Dann gibt es Frauen, die gerne sich dann, wo du weggehen musst, wo diesen Thrill haben, dass sie eine Weile alleine sind. Genau. Kommt es denn dann irgendwann auch mal zu einem Geschlechtsverkehr oder bleibt es einfach? Klar. Das schon. Zum Schluss, ja, das ist die Krönung aufs Ganze. Da wird dann zu 80% kopuliert. Kontakt. Ja. Es fängt immer an mit Fesselspielen. Die Fesselspiele sind immer ein elementarer Bestandteil deiner Arbeit. Genau. Und es endet immer mit Sex. Nicht immer. Nicht aber, immer. Sag mal, 70-80% endet es schon mit intimen Kontakt. Musst du die eine oder andere Frau, sofern sie drauf steht, auch schlagen oder peitschen? Nee. Das nicht? Also das lehne ich auch ab, muss ich ehrlich sagen, dazu, weil das ist nicht mein Genre, sag ich mal so, weil darauf stehe ich auch nicht und so weiter. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, jetzt Anfang Januar, da ist eine Stammkundin von mir erwischt worden von ihrem Ehemann. Mhm. Die hat mich halt begehrt danach. Wir sind auch öfters mal intim geworden. Mhm. Und jetzt stellt sie das so hin, dass ich sie vergewaltigt hätte. Ach so. Ja, das sind halt die negativen Auswirkungen des Berufs, sage ich mal so. Aber dennoch bist du guter Dinge und sagst, die Entscheidung, jetzt in diesen Callboy-Beruf mit dieser Spezialisierung gegangen zu sein, war richtig.
Absolut. Mhm. Muss wirklich sagen. Also ich blühe da auch richtig auf. Ich hätte nie gedacht, dass das so viel Spaß macht. Ja, das wollte ich gerade fragen. Das heißt, dich erregt das sexuell auch, wenn du die Mädels fesselst. Ja, vorher hätte ich es nie gedacht. Also, ja, durch die Freundin. Ich musste 32 Jahre alt werden, ja, um das irgendwie zu erfahren, dass mir das auch Spaß macht. Hast du eigentlich noch eine Freundin im Moment? Nee, gar keine. Ginge das? Das geht auch nicht bei dem. Nee, das ging nicht. Bei dem, nee, du bist so zeitlich begrenzt. Wie viele Einsätze hast du denn so in der Woche oder am Tag? Also jeden Tag einen Einsatz habe ich mindestens. Und es gibt sehr viele prominente Frauen, die draufstehen, auch die liiert sind. Wir wollen nicht über die Namen sprechen jetzt. Nee, sprechen wir auch nicht. Das heißt, du hast nicht meine Stammkundinnen verlieren. Du hast Stammkundinnen, die prominent sind. Ja. Wie spannend. Wie gerne würden wir den Namen doch wissen. Nein, bitte nicht. es gibt ja so ein Klär. Ich meine, nicht jede Frau kann sich das leisten, muss man dazu sagen, ja. Und es gibt sehr viele Frauen, die ihre Fantasien ausleben und die es nicht machen können, weil sie halt finanziell nicht so drauf sind halt einfach, ja. Ja, aber es gibt schon eine ganze Menge Frauen, die durchaus liiert sind und das nebenher ganz heimlich dann so machen. Ja, weil sie halt sich nicht begehrt fühlen durch ihren Partner und sich da irgendwie auch nicht trauen, ihrem Partner das auch öffentlich zu sagen, irgendwie auch kein Gespräch suchen mit dem Partner. Das habe ich oft erfahren, dass sie halt so ein Schamgefühl haben, zu sagen, hallo, ich mag das, gefesselt zu werden, ich möchte das, dass ich erniedrigt werde, aber das Schlagen und so weiter und so fort, das mag ich zum Beispiel nicht. Mhm. Ja, aber ich möchte das einfach, dass ich dort halt willenlos und halt am Baum hänge. Nicht am Baum hänge, aber jemanden habe, dem ich Vertrauen ausschenken kann und das ist auch nicht ausnutzt. Ja. Ja, irgendwie großartig, ja. Also, das war hier gerade der Alexander, seines Zeichens Callboy mit Spezialgebiet Frauenfesseln. Und ist gut im Geschäft, hat die Berufsentscheidung nicht bereut. Dann wünsche ich weiterhin viel Spaß bei der Arbeit und gutes Gelingen und überhaupt alles Gute. Danke dir. Bitteschön. Tschüss, Alexander. Alles klar. Tschüss. Stefanie, 25, guten Morgen. Hallo. Hallo, Stefanie. Ja, mein Thema ist, dass ich seit Jahren einen Freund habe und dass ich dem nicht treu sein kann und dass ich dieses Problem eigentlich auch in jeder Beziehung bislang hatte. Seit wie vielen Jahren hast du deinen Freund? Seit knapp 3 Jahren jetzt. Und wie viel Mal bist du schon fremdgegangen, um es genau gleich zu wissen? Also in diesem Jahr 5 Mal. 5 Mal? In diesem Jahr? Ja. Und im Jahr davor? Ungefähr genauso häufig, aber dann im ganzen Jahr. Mhm. Ach so, wir sind ja relativ frisch im Jahr, ne? Ja, es hat sich ein bisschen zugespitzt. Also jetzt 5 Mal, voriges Jahr auch 5 Mal, im ersten Jahr vielleicht auch 5 Mal oder so? Nee, am Anfang gar nicht. Ach, am Anfang gar nicht. Nee. Mit wem gehst du fremd? Ja, das sind öfter One-Night-Stands und dann hatte ich auch zwischenzeitlich halt einen, mit dem ich öfter mal fremdgegangen bin. Also so eine feste Sexkontaktstelle irgendwie. Ja. Warum machst du das? Das ist die Frage. Das ist die Frage, die ich gerne beantwortet haben möchte. Ja, das weiß ich auch ehrlich gesagt nicht. Also. Aber du hast dir sicher schon den einen oder anderen Gedanken gemacht. Ja, sicher. Und in welche Richtung geht es so? Also mein Problem ist, dass ich auf der einen Seite gerne halt eine Beziehung hätte, die sehr ausgeglichen ist, was meine Beziehung auch ist. Also die Beziehung an sich ist sehr harmonisch, das läuft auch sexuell alles sehr gut. Ach so, das ist auch alles im grünen Bereich. Ja. Also jetzt ist mein Freund zurzeit im Ausland, sodass ich ihn nicht so häufig sehe und da ist die Gelegenheit halt derzeit auch größer. Und das Risiko und die Versuchung, das zu machen? Auch, ja. So, wir waren bei der Ergründung der Frage, warum tust du es? Ja, also auf der einen Seite möchte ich halt eine Beziehung haben, die eine Beziehung im klassischen Sinne, also die mich komplett ausfüllt, mit der ich später eine Familie und irgendwie dieses Idealbild, was man im Kopf hat. Dieses möchte ich irgendwann erfüllen. Ja. Und andererseits passt es aber ja tatsächlich gar nicht zu meinem Verhalten. Und woran das liegt, weiß ich nicht, weil ich hatte das jetzt halt, ich hatte schon mehrere langjährige Beziehungen und es ist immer passiert. Das ist soweit noch immer die Beschreibung oder die Analyse, aber noch nicht die Begründung. Warum ist das so? Warum treibt es sie immer wieder zu anderen Typen? Ist es die sexuelle Gier oder was ist es? Ich glaube im Zweifel ja. Ja, also dir geht sehr viel Sex durch den Kopf? Ja. Und das reicht dir nicht aus, was du da bei deinem Freund bekommst, wenn auch der Sex gut ist bei ihm? Ja. Und du willst gerne ab und zu andere Kerle im Bett haben, einfach. Ja, aber
das Problem ist halt, dass ich ihm das auch nicht sage. Ja, davon war ich jetzt fast ausgegangen. Denn dann, wenn dann wären die Karten ja ganz anders gemischt. Ja, ja. Ja. Würdest du ihm das auch zubilligen, wenn er das machen würde? Ich glaube, ich hätte da persönlich nicht so ein großes Problem mit. Ach so. Aber ich weiß, dass er es missbilligen würde. Woher weißt du das so genau? Weil wir dieses Thema schon öfter mal angeschnitten haben und von seiner Seite immer so Sachen kamen wie, nee, eine Beziehung, da gehört auch Treue dazu und man muss sich vollkommen vertrauen können. Und ich weiß halt, wenn ich es ihm sagen würde, wäre die Beziehung auch von seiner Seite ziemlich schnell beendet. Diese Beziehung, die du da führst, ist für dich eigentlich eine sehr gute Beziehung. Ja. Du liebst diesen Mann. Ja. Es funktioniert so im Alltag alles wunderbar und das ist eigentlich sehr schön. Du könntest dir auch eine Zukunft mit ihm vorstellen. Richtig. Ja. Ja. Mhm. Das ist natürlich immer sehr problematisch, wenn man so zwei Herzen in seiner Brust schlagen hat wie du. Ja. Einmal die Sehnsucht, wie du es selbst gesagt hast, und nach diesem normalen, schönen, geordneten, ruhigen Leben, sicheren Leben einer Beziehung und aber das Ausschweifen wollen auch. Was gibt es da für eine Lösung? Da gibt es eigentlich immer nur so zwei Wege. Den einen Weg, dass man diese andere Sehnsucht unterdrückt, sofern man das kann. Ja, aber das geht ja auf Dauer scheinbar nicht gut bei mir. Weil du es immer wieder versucht hast? Ja, weil es unabhängig von einem Freund nach einer Zeit immer wieder darauf rauslief, dass ich, wenn ich samstagsabends unterwegs war, schon geschaut habe, irgendwie... Schwach geworden. Ja. Ja. So, das ist die eine Möglichkeit. Es gibt durchaus Menschen, die sowas auch dann einfach per Entscheidung unterdrücken können, indem sie sich entscheiden für ihren Partner und sagen, okay, man kann nicht alles haben, ich lebe halt jetzt nur ausschließlich so. Gut, können aber einige nicht, offensichtlich gehörst du dazu. Ja. Die andere Variante ist, dass man irgendwie eine Kompromissebene mit dem Partner sucht. Entweder, dass man sich mit dem Partner einigt, eine eher unkonventionelle und offenere Beziehung führt. Du sagst, dein Freund würde sowas nicht mitmachen. Oder dass man gemeinsam mit dem Partner sich auch andere sexuelle Kicks holt. Stichwort, dass man jemanden Dritten oder Vierten dazu holt, dass man in einen Swingerclub geht oder weiß ich was. Aber immer gemeinsam mit dem Partner. Ja, aber das will er nicht. So. Das will er auch nicht. Das hast du ihm vorgeschlagen, hast du ihm klar gesagt. Ja. Ja, dann kannst du nicht so weiterleben, Stefanie. Du kannst nicht beide, das ist die Quadratur des Kreises, die du da willst, sonst gibt es nicht. Ja. In dem Moment, wo du nämlich jetzt dich ehrlich verhältst und offen bist und ihm alles sagst, ist die Beziehung eh erledigt, offensichtlich, ne? So wie du ihn gerade geschildert hast. Ja. Ja, die Frage ist aber, woher kommt sowas? Ja. Ich glaube, es ist einfach der eine oder andere. Es gibt auch Menschen, die einfach eine sehr tiefere und vielleicht auch animalischere Sexualität haben und die nicht zu befriedigen sind mit einer Person. Ich glaube, das gibt's einfach. Es gibt wieder andere Menschen, die können sich anders biegen oder die sind eben, da ist die Sexualität nicht so stark verwurzelt. Mhm. Ich glaube, das ist so irrational und so subjektiv, dass man das gar nicht wirklich so erklären kann. Die Frage ist nur, wie lebe ich mit so einer, ich sag mal, mit so einer Veranlagung, mit so einer Sehnsucht. Wie lebe ich korrekt oder fair, auch den Menschen gegenüber, die ich liebe? Und du machst das nicht fair im Moment. Nee, mir bewusst. Ja, und da musst du, finde ich, musst du irgendeine Entscheidung fällen. Entweder du forcierst das nochmal mehr, dass du ihn vielleicht doch auch auf die andere Schiene kriegst, dass ihr da so einen Kompromiss findet. Ja. Oder du musst dich halt dann dafür entscheiden, dass du... einen Weg oder eine Welt opfern musst. Und dann kannst du dich ganz ins sexuelle Getriebe stürzen. Aber du möchtest das andere natürlich auch. Aber das geht nun mal nicht. Alles geht nicht. Es geht nicht alles. Ja, muss man wahrscheinlich mit leben können. Ja, du musst dich für eine Welt dann entscheiden. Und die Gewissensbelastung, die da jetzt schon bei dir steht, die ist ja schon enorm. Ja. Du belügst und betrügst deinen Freund, den du angeblich so groß liebst. Und das ist einfach beschissen, das darf man nicht machen. Das belastet einen selbst ja auch wieder. Ne? Ich glaube, dass sich das auch belastet, wenn du deinem Freund in die Augen guckst, wenn du gestern Nacht mit jemand anderem rumgemacht hast. Ich persönlich bin da, würde ich sagen, relativ abgerührt. Also ich kann dem dann schon in die Augen schauen, aber so nach und nach kommt das dann irgendwie wieder hoch und dann stellt man das alles in Frage halt. Dann sei auch so abgebrüht und sag es ihm und bekenne dich dazu. Ne? Das ist dann wirklich mutig. Ja. Ja.
Gibt es keine richtige Lösung für, Stefanie, für das Problem? Außer die Lösung, die ich gerade so aufgelistet habe. Andere gibt es nicht. Und alle sind kompliziert und immer schwierig für den, den es betrifft. Jetzt in deinem Falle dich. Ja. Dann sieh mal zu, wie, in welche Richtung du dich da entwickelst und entscheidest. Ja. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema: Ich bin ein schlechter Mensch. Hätte ja vielleicht Stefanie auch anrufen können, aber sie hat sich ja selbst ein bisschen anders gerade eingeordnet. Also ich bin ein schlechter Mensch, heißt das Thema morgen. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr von euch selbst dieses sagt. Ich bin ein schlechter Mensch, weil ich dieses getan habe, weil ich vielleicht diese Schuld auf mir liegen habe. Ich bin ein schlechter Mensch, weil ich den und den Charakterzug habe und einfach vielleicht zu geizig bin oder zu kleinkariert bin oder zu nachtragend bin. Und ich kriege diesen Charakterzug einfach nicht in den Griff. Also wie auch immer, ich bin ein schlechter Mensch. Thema morgen hier bei uns, bei Domian. Jetzt geht's weiter mit Ulrike. Und Ulrike ist, wie alt ist Ulrike? 20, ja. Hallo Ulrike. Hallo Domian. Und was geht's bei dir? Ja, schwer zu sagen. Ich bin seit mehreren Jahren solo. Ja. Habe mehrere Versuche gestartet, jemanden kennenzulernen. Mhm. Und wurde dabei oft in Hintern getreten. Mhm. Und, was heißt das? Was heißt das? Du hast Körbe bekommen oder was? Ja. Man wollte dich nicht. Ja, also ich habe jetzt letztens bin ich in eine Internetseite reingegangen. Ja. Habe mich dort angemeldet, habe da auch jemanden kennengelernt. Mhm. Bin dann auch ganz spontan mal dahin gefahren. Mhm. Da, wo er arbeitet. Mhm. Er hat mich dann auch gesehen und hat mich dann wirklich ziemlich, naja, negativ behandelt. Inwiefern negativ behandelt? Er ist mal wieder weggegangen und ist ewig nicht wiedergekommen und dann hatte er dann irgendwann Feierabend. Mhm. Und ist dann auch irgendwie gleich nach Hause gefahren, von wegen, er müsste jetzt ins Bett. Ah, und hat dich da stehen lassen, wo ihr euch da verabredet hattet. Genau. Ja, gut. Dumm gelaufen, könnte man sagen. Ja, das häuft sich. Das häuft sich. Also wie viele Jahre bist du denn jetzt alleine? Du bist ja erst 20. Wann hattest du die letzte Verbindung, letzte Beziehung? Also die letzte richtige Beziehung hatte ich vor 2 Jahren. Na gut, vor 2 Jahren. Da liegen jetzt 2 Jahre dazwischen. Mhm. Wie unangenehm waren denn so die Abweisungen? Was ist denn die, außer der Geschichte, die du gerade erzählt hast, was ist denn da noch so passiert? Ja, es geht halt viel ins Persönliche dann. Ich bin jetzt halt Mrs. Perfect bin ich nicht. Äußerlich gesehen? Richtig. Das heißt, du bist ein bisschen mollig oder klein, groß oder siehst nicht gerade so Miss Germany? Ich bin 1,63 und ja, halt, denke ich mal, normal. Also nicht dünn, aber auch nicht dick. Wie schwer? Raus damit mit der Sprache. Boah, keine Ahnung. Also die Waage vermeide ich, ehrlich gesagt. Also nicht gerade so eine Bohnenstange. Richtig. Ja. Ja, ich wohne halt mit jemandem zusammen, mit einer sehr guten Freundin von mir. Und wenn ich halt sehe, was sie denn so... ja, abkriegt, sag ich mal. Mhm. Darauf zweifle ich ehrlich gesagt. Dann frustriert dich das. Oh ja. Mhm. Also letztendlich ist das Thema in dieser Sendung, ich hab Pech bei den Männern. Ich komme nicht richtig aus den Socken. Richtig. Diese Internetgeschichten sind ja auch immer insofern heikel, weil man die Leute erstmal nicht kennt und da weiß man nicht, wer da gegenüber ist und das Verarschrisiko ist natürlich sehr groß und so weiter. Gehst du denn auch noch raus in Diskotheken, in Kneipen oder so? Eher selten, da ich Wochenende meistens arbeiten muss. Ja, was arbeitest du? Ich bin ausgelernte Restaurantfachfrau. Ah ja. Mhm. Und manchmal, wenn ich richtig viel Mut habe, das kommt sehr, sehr selten vor, gehe ich auch mal auf die Leute zu und spreche sie an. Mhm. Aber das ist in letzter Zeit auch sehr selten geworden, wegen den Abweisungen halt. Also ich will dir sagen, dass ich diesen Weg, Ulrike, finde ich den allerbesten Weg. Dieses wirklich mutig sein und dann auf Leute zuzugehen, vor allen Dingen als Frau auch auf Männer dann zuzugehen, finde ich wirklich toll und respektabel.
mach das mal weiter so. Und wenn ich freue mich nicht. Ja, egal, was hast du denn zu verlieren? Ne? Du kriegst halt eine Abweisung, okay, war halt so. Hast du schon ein paar Mal erlebt und beim so und so vielen Mal tut es auch gar nicht mehr so weh. Aber irgendwann landest du auch ein Treffer. So muss man das sehen. Du kannst dich ja nicht mit deinen zarten 20 Jahren jetzt einigeln und Frust blasen und letztendlich gar nichts mehr machen. Ne? Ja, mache ich im Moment nicht. Ja, aber ist nicht gut. Nee. Also ja. Ich meine, wie du dich jetzt gerade beschrieben hast, okay, du bist nicht Miss Germany, aber wer ist das schon? Ist ja egal. Wahrscheinlich bist du ein durchschnittlich gut aussehendes Mädchen. Guck dir doch die Welt an, wie viel Paare auch in dieser Kategorie glücklich werden und sich finden. Also findest du es auch. Du musst jetzt halt nur am Ball bleiben. Das Allerschlimmste ist, glaube ich, wenn man so viel Frust erlebt hat, wenn man sich zurückzieht. Wenn man sich zurückzieht und wenn man frustriert wird, wenn man gar nichts mehr unternimmt, wenn man nicht mehr offensiv ist. Und mit dem Internet, mit dem Internet, das kann man ja auch immer noch versuchen. Aber parallel dazu, finde ich, sollte man auch immer noch so in die reale Welt aus Fleisch und Blut gehen, als in diese Cyberwelt. Ja, da ist dann halt bei mir dieses spontane Sein, dass ich jetzt auf Leute zugehe, ist äußerst selten. Mhm. Und also ich hab's, naja, für mich ist es irgendwo ein bisschen leichter, wenn jemand auf mich zugeht. Klar. Und das machen ja die männlichen Geschöpfe auch nicht. Oder selten. Außerdem finde ich immer so gute Multiplikationsfelder, wenn man in irgendwelchen Vereinen ist oder irgendwo, wo sich Menschen treffen. Wenn man sich irgendwo, obwohl du arbeitest ja auch in einem Bereich, wo du mit vielen Menschen zu tun hast. Ja, mit viel älteren Menschen. Viel älteren Menschen, ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Lass den Kopf nicht hängen, bloß nicht, mit 20 Jahren. Auch wenn du bisher jetzt 2 Jahre lang die Niederlagen hast einstecken müssen. Es wird schon was geschehen, ich bin ganz sicher. Man muss da nur am Ball bleiben. Du hast doch gar keine andere Chance, als weiter zu baggern. Ja, so, wir haben alle keine Chance, als weiter zu baggern. Wenn wir es aufgeben, ja, dann können wir uns auch gleich einsagen irgendwie. Ja? Dann wird man depressiv oder man isst aus Frust noch viel mehr oder wird Alkoholiker oder ich weiß nicht was alles. Ja. Also, Kopf hoch, ran an die Kerle und das wird schon klappen. Ulrike, alles Gute von Herzen. Ja, danke, du. Viel Glück, tschüss. Tschüss. Dennis, 25, guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Dennis. Ja, ich finde es ja mal sensationell, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Ja, schön, dass du da bist. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu der vorigen Anruferin. Also sie soll den Kopf nicht hängen lassen. Und das Schlimmste, was man wirklich machen kann, ist mit der Brechstange zu suchen, weil das funktioniert sowieso nicht. Entweder ergibt sich sowas oder es ergibt sich nicht. Also manchmal ergibt es sich sogar aus Situationen heraus, wo man es nie geglaubt hätte. Ja, wobei ich natürlich auch die Ulrike verstehen kann. Wenn man so viel Körbe bekommen hat, ist man natürlich frustriert. Ach ja, ne? Ich habe auch schon ein paar Mal in meinem Leben Korb bekommen. Das ist doch nicht der Untergang des Abendlandes. Ja, da hast du auch recht. Man darf auch nicht mit der Brechstange rangehen. Aber man muss sich unter Menschen begeben. Man muss irgendwie aktiv sein. Ne? Ja gut, aber dafür hat man auch noch einen Freundes- und Bekanntenkreis. Ja. Da muss man sich im Zweifelsfall auch mal mitreißen lassen. Ja. Also da soll sie den Kopf nicht hängen lassen. Meine Güte, mit 20. Also... Denn es ist schon vorbei, dass man mit 20 heiraten muss. Das ist ja auch gut so. Gott sei Dank. Was ist dein Thema? Ja, und zwar gestern hat bei dir jemand angerufen zum Thema Promi-Boxen. Dazu wollte ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Ja. Aber er hatte sich ja so aufgerichtet, hatte ich auch zu Recht, Verfall der Fernsehlandschaft und so weiter. Ja. Und ich habe eigentlich kurz bevor eure Sendung angefangen hat, noch was viel Schlimmeres gesehen. Und zwar haben die auf Sat.1 einen Bericht gebracht, über eine Sendung in Amerika, die nannte sich Be My Baby. Habe ich schon gehört. Mhm. Hast du schon gehört? Ja, so grob. Erzähl's nochmal. Fakt ist folgendes. Da war eine 16-jährige Schwangere in Amerika. Mhm. Die hatte das Fernsehteam auch schon während der Schwangerschaft begleitet. Mhm. Und die hatte sich also, bevor sie das Kind überhaupt zur Welt gebracht hat, schon entschieden, sie wird das Kind zur Adoption freigeben. Mhm. Und dann haben sich also mehrere Familien, kinderlose Familien in Amerika halt darum beworben, bei dieser Show mitzumachen. Und Hauptpreis war eben, die Gewinnerfamilie nimmt dann am Ende der Show das Kind mit nach Hause. Also Hauptpreis ist... Über mehrere Wochen. Hauptpreis ist ein Baby. Das war das Baby von der 16-Jährigen, die das Kind halt zur Adoption freigegeben hat. Und die 16-Jährige, hat die auch noch Kohle bekommen?
Das haben sie nicht gesagt, ob die auch noch Kohle dafür bekommen hat, aber es ist davon auszugehen. Also denke ich mal schon. Ja, aber das ist doch alles. Es hatte so ein bisschen was von dieser Show auf RTL mit dem Bachelor, ja. Nur dass dann keine Rosen verteilt wurden und kein gefakter Millionär, sondern dass es dann halt darum ging, dass dann Kinder verschenken. Das ist doch alles schrecklich. Das ist doch ein immer schlimmerer Verfall von ich sage es mal wirklich den vielleicht eher altertümlichen Begriff von Anstand und Sitte. Das ist doch schrecklich. Ja, also ich meine, mit Promi-Boxen oder so, wenn sich da irgendein ausgelutschter Pornostar und jemand aus der Lindenstraße, den keiner mehr sehen will, gegenseitig einen auf die 12 hauen, dann kann uns das ja im Prinzip noch egal sein. Ja. Aber wenn wir schon so weit kommen, dass wir da irgendwie menschliches Leben oder so live im TV verschenken, also da hört für mich alles auf. War das das Hauptthema deines Anrufes? Das war das Hauptthema meines Anrufes. Mhm. Ja. Also was mich einfach maßlos geärgert hat. Die Frage ist natürlich immer, wann schwappt so etwas auch hier hin? Ne? Alles hat ja immer irgendwo in Amerika, aber irgendwo da fängt das ja alles immer an und dann kommt es hier zu uns her. Wo ist die Grenze? Wo wird auch in Deutschland oder in Europa, wo werden die Grenzen gesetzt? Wo sagt man, nee, das machen wir hier nicht, das geht nicht. Ich meine, wir haben ja kaum noch Tabus. Mhm. Wenn man sich das anschaut, jetzt gibt es ja auf RTL soll ja auch wieder so eine neue Sendung kommen, wo dann Leute in irgendwelchen Schlangenkäfigen eingesperrt werden oder so. Ja, gab es ja schon. Fear Factory, also hieß das. Also, ja, aber ich glaube, das Einzige, was uns noch irgendwie fehlt, ist der erste Live-Tote im TV. Mhm. Das ist, glaube ich, das Einzige, was uns noch fehlt. Mhm. Und ich habe das auch deinem Redakteur gesagt. Ich reg mich irgendwie immer so wahnsinnig drüber auf, wie Leute künstlich auch in den Medien hochgezüchtet werden. Ich studiere und ich muss mir, sagen wir mal, meinen Hintern buckelig arbeiten, dass ich mir mein Studium finanzieren kann. Und andere Leute, die nichts in der Birne haben, die lassen sich irgendwo in einem Container einsperren oder die lassen sich casten, nehmen dann zwei Platten auf, sind ein Superstar und müssen ihr ganzes Leben nicht mehr arbeiten. Also das finde ich schon irgendwie ein bisschen krank und perfide in unserer Gesellschaft. Ja. Also. Höre ich da so ein bisschen Neid raus? Nö, da höre ich keinen Neid raus, weil ich finde es einfach nur, sagen wir mal, ich finde nicht, dass es unbedingt gerecht zugeht. Und ich finde es eigentlich auch traurig. Gut, das ist aber noch wieder eine ganz andere Frage mit der Gerechtigkeit. Da kann man natürlich ewig drüber reden. Aber viel schlimmer finde ich solche Sachen, was du gerade am Anfang gesagt hast. Oder wenn wir über Promi-Boxen reden oder wir vergeben als Hauptgewinn in einer Sendung ein Baby. Das ist natürlich dann, da hört wirklich der Spaß auf. Ne? Da ist wirklich absolut Schluss. Nein, ich finde, also das wirklich Traurige ist, dass es ja anscheinend noch ein breites Publikum gibt, die das dann auch noch mittragen, unterstützen. Dennis, ich will dir mal sagen, ich glaube, wir wollen mal alle ehrlich sein. Und das wirft kein gutes Bild so auf uns Menschen. Nee, absolut nicht. Ich glaube, wenn es eine Live-Sendung von einer Hinrichtung in Amerika gäbe, da würden sehr viele einschalten. Hätten diese TV-Stationen, die das übertragen, gigantische Einschaltquoten. Ja. So ist der Mensch. Aber dagegen muss man wirken, finde ich. Und da tragen auch die Verantwortlichen eine hohe auch Verantwortung in den Sendeanstalten. Ja, ich meine, wir haben es jetzt auch gesehen beim Irakkrieg, da mit den Journalisten, die in vorderster Front dabei waren. Mhm. Da gieren die Leute ja nach, da mal zu sehen, wie das dann so ist. Also ich finde, das ist keine gute Entwicklung, die wir da eingeschlagen haben. Also. Ich danke dir für deine Meinungsäußerung, Dennis. Ja, bitte, hat mich sehr gefreut, dass ich mal durchgekommen bin. Alles Gute. Also ich könnte noch viele Themen anschneiden, aber ich glaube, das würde dann die Sendung sein. Aber eins, wenn ich das noch sagen darf, will ich gerne mal loswerden. Da hatte ich schon mehrfach versucht, mal anzurufen. Und zwar hattest du bei dir schon viele Frauen in der Sendung, die immer gesagt haben, ich breche jetzt die Herzen der Männer, weil die Männer sind ja eigentlich gar nicht so, wie ich das haben möchte. Der Mann muss ja lieb und nett und treu und romantisch und ehrlich sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich 15, 16 war oder 17 war, da habe ich auch immer gedacht, das ist das, was die Frauen wollen. Mhm. Und da habe ich mir auch meine Körbe abgeholt, wie die vorherige Anruferin. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, so sind die Frauen gar nicht und das ist eigentlich gar nicht das, was die Frauen haben wollen. Die wollen nämlich gar nicht die lieben, netten, treuen, romantischen Ehemänner. Das wollen die vielleicht 2-3 Mal in der Woche haben, aber nicht 24 Stunden. Da spricht jemand raus, der die entsprechende Erfahrung gemacht hat. Ja, ich habe meine Erfahrung gemacht und seitdem ich da meine Lehren rausgezogen habe, gibt es auch weniger Probleme mit den Frauen. Na gut. Lieber Dennis. Das wollte ich unbedingt nochmal loswerden. Das ist richtig so. Alles klar. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Mandy, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Mandy. Hallo. Hallo. Na? Ja, ich freue mich jetzt erstmal, dass ich durchgekommen bin nach vielen Monaten. Ist schön, dich zu hören. Hast du den Fernseher und das Radio ganz leise geschaltet? Ja, das ist ganz leise. Das ist gut, weil ich gerade nämlich irgendwas gehört habe im Hintergrund. Das kann auch mein Hund gewesen sein. Ach, du hast einen Hund? Ja, ich habe einen Hund. Was für ein Hund? Fehlt jetzt so ein Westheilter aus der Cäsar-Werbung. so einen kleinen, so einen süßen kleinen? Ja, genau. Mit so einer ganz putzigen Hundeschnauze? Ja. Ja, die kenne ich, ja.
Wie heißen die? Wie nennt man die? Cäsarhunde, also West Highland White Terrier. Aha, aber da, das ist nicht das Thema, weswegen du angerufen hast. Nee. Sondern? Das Problem, ich bin eine Nymphomanin und vergraule dadurch irgendwie alle Männer. Du bist du klingst gar nicht wie eine Nymphomanin. Du klingst ja total nett. Aber ja, bin ich ja auch. Eine Nymphomanin ist eine Frau, die die Männer frisst, ne, sozusagen. Die Männer, ja. Männer braucht Sex, braucht. Am besten 24 Stunden am Tag. Den ganzen Tag, Kerle, bis zum geht nicht mehr. Ja, bloß ich würde mich halt nie dafür bezahlen lassen. Nie? Nee, das wäre das Letzte für mich. Hast du einen Freund? Jetzt frisch wieder ein. Bloß ich habe halt auch wieder Schiss, dass ich ihn dann auch wieder vergraule, weil meine längste Beziehung war bisher immer nur höchstens ein Vierteljahr. Immerhin, aber warst du denn in diesem Vierteljahr, warst du denn da treu? Ja, treu bin ich immer. Wenn ich einen Freund habe, bin ich treu. Ach so, aber dann willst du, dass der Typ sozusagen 10-mal am Tag mit dir schläft, oder was? Ja, so in etwa. Und irgendwann geben die Jungs es auf und sagen, wir finden das ja irgendwie geil, aber ja, ich mach sie halt immer nur kaputt und genau, das hält mich keiner aus. Ich möchte mal einen Kerl haben, der mich mal kaputt macht. Dass ich mal sage, stopp, ich bin jetzt K.O. Ihr Lieben, bitte, andersrum. Jungs, bitte nicht mailen und bitte nicht anrufen. Wir werden hier keinen Kontakt herstellen. Ich kenne das nämlich immer schon. Wenn ich solche Mädels in der Sendung habe, dann glühen hier unsere Drähte. Mann, wie kommt das? Ich weiß es nicht. Ich finde Sex einfach nur geil. Du denkst nur an Sex? Ja, selbst auf der Arbeit rede ich auch die ganze Zeit immer davon. Meine Arbeitskollegen, die können mich überhaupt nicht mehr hören und meint, oh, Sex und so. Ich sag, ja, ich kann nichts dafür, ich bin halt nur mal auch ein Ossi und stehe dazu. Meinst du, sind sowieso die Besseren. Meinst du, die Ostdeutschen stehen mehr auf Sex als die Westdeutschen? Nein. Weiß ich nicht, aber die Ostdeutschen reden offener darüber. Ja, das stimmt, das glaube ich auch. Die sind weniger verklemmt als die Westdeutschen. Genau. Ja. Und das haben auch schon die Männer mal gesagt, die mich dann hatten. Also die waren auch. Also, wow, eine Ostdeutsche, die geht ab im Bett. So. Genau, was ich halt immer nicht verstehe, warum die mich dann halt verlassen, weil ich sehe gut aus, ich bin gut im Bett und ich will viel Sex und so weiter, alles ein Traum für die Männer. Was machst du vom Beruf? Ja, im Moment Verkäuferin. Verkäuferin, ja. Ja, ist ja okay, du sagst das so abwertend, so Verkäuferin. Ich wollte nur wissen, mit wem ja, du... Tierpflegerin eigentlich gelernt. Was hast du gelernt? Tierpflegerin. Achso, ja, da kannst du ja schlecht mit den Tieren über Sex reden, aber da gibt es ja auch noch Kollegen. Nee. Obwohl, da war das auch manchmal hart, wenn die dann ankamen, irgendwie so in der Sommerzeit, da wollte ich mich auch mal besteigen und alles. Oh, aber so weit wollen wir nicht gehen, ne? Wie bitte? So weit wollen wir nicht gehen. Nein, bloß nicht. Mensch, Mandy, wenn du dann einen Freund hast, ich hab das gerade so flapsig gesagt, 10-mal am Tag, wie viel Mal am Tag willst du denn Sex? Also mindestens 3-4 Mal am Tag schon, aber dann richtig intensiv. Intensiv also 4-mal am Tag, das hält natürlich... Morgens vorm Aufstehen, zwischendurch am besten noch ein paar Mal und abends vorm Schlafen gehen auch nochmal. Also praktisch den ganzen Tag durch. Ich kann die Jungs verstehen, wenn du noch so nett bist. Irgendwann will man auch mal seine Ruhe haben und die Beine hochlegen und Fernsehen gucken oder so. Ja klar, ich kann auch zwischendurch mal kuscheln oder sonst irgendwas. Aber letztendlich, ich ahne schon, dein Kuscheln läuft immer auf das eine hinaus. Ne? So ist es. Kommt drauf an, denn sag ich mal, wenn ich jetzt mal meine Menstruation habe, dann kann ich ja auch nicht. Na gut, dann will ich auch nicht. Dann haben die Jungs. Und dann ist natürlich wer kuscheln angesagt. Ja, da sind die wahrscheinlich schon froh. Könnte sein. Befriedigst du dich selbst auch noch? Ja. Zusätzlich auch noch? Selbst wenn manchmal mein Freund oder so neben mir liegt und schläft oder so. Ja. Und ich kriege ihn nicht wach und ich bin halt so geil, dann mache ich es mir selber. Auch manchmal wache ich nachts auf, ich träume vom Sex und ich mache es mir selber auch manchmal im Schlaf. Mhm. Auch erst 20 Jahre alt bist du. Wie lange ist das schon so? Wie erinnerst du dich? Seit wann fing das an? Ungefähr so 4-5 Jahre, wo das extrem ist. Nur haben wir da jetzt ein bisschen flapsig drüber geredet und auch lustig, aber irgendwie so lustig ist das Ganze nicht, finde ich. Ne? Eigentlich nicht. Nee, weil das macht dir die Beziehungen kaputt. Ja. Ne? So war es ja bisher, so hast du es geschildert. Ja. Und du findest keine Männer, die das so mit dem Spaß auch mitmachen. Genau. Gibt es sicher auch, den einen oder anderen, aber wenige natürlich. Natürlich wollen die Jungs gerne oft Sex haben, klar, logisch, aber so oft nun dann auch wiederum nicht. Würdest du sagen, dass das dein Leben sogar richtig behindert, blockiert, dass deine Gedanken sich nur um Sex drehen und kreisen? Ich
denke mal teilweise schon, ja. Mhm. Am schlimmsten ist immer jetzt immer, wo es wieder wärmer wird und dann wird es halt immer schlimmer. Wenn du mal dann solo bist, du bist jetzt gerade erst wieder frisch in der Beziehung. Wie lange warst du davor alleine? Zwei Monate ungefähr. Wie machst du das denn da? Hast du da viele One-Night-Stands? Oder, ja, entweder ich hole mir dann irgendwie einen One-Night-Stand oder ich befriedige mich halt selber. Ne? Und dann auch endlos oft und ganz viel? Genau. Mhm. Also ist sicher sehr schwierig, was so zu sagen zu, glaube ich. Kann man auch nicht so ganz einfach, glaube ich, herausbekommen, was da los ist, warum das so ist. Ich glaube, dass dahinter immer komplizierte und komplexe psychologische Sachen stehen. Ich würde dir anbieten, dass du mit meinem Psychologen mal ein paar Worte redest. Mhm. Wenn das einen Grad schon erreicht hat, der dich wirklich, dass dir das lästig ist und nervig, und du sagst, das bringt mein Leben in ganz andere Bahnen, die ich gar nicht will, dann wäre sicher so etwas wie eine Sexualberatung, eine Sexualtherapie vielleicht sogar irgendwann mal ganz gut, wenn das schon so stark ist. Mhm. Wobei ich so ein bisschen das Gefühl habe, bei dir so stark ist das noch nicht. Du suchst vielleicht noch eher nach einem Typ, der das mitmacht. Ja, das auch. Das könnte halt auch schon manchmal ein bisschen weniger sein. Ja, ja. Dann würde ich das jetzt mal so vorschlagen, Mandy, dass du mit meinem Psychologen, mit dem Johannes, mal ein paar Worte redest. Mhm. Und zumindest kann der dir schon mal so ein paar Adressen an die Hand geben, falls du das für dich mal entscheidest, dass du weißt, wohin du dich wenden kannst und solltest. Ja. Sollen wir es so machen? Ja, das wäre gut. Dann legst du auf und wir rufen dich, das heißt, Johannes ruft dich wieder an. Ja. Und du grüßt den kleinen süßen Hund herzlich von mir. Mach ich, der liegt ja neben mir. Ja, und ist ganz ruhig geblieben, ne? während des Gesprächs. Ja, ist ja schon spät, da schläft ja schon. Da schläft er schon. Und ja, ich wünsche dir, dass du dieses Problem in den Griff bekommst und dass die Beziehung, die jetzt läuft, dann vielleicht doch ein bisschen länger aushält wie die letzte. Ja, ich hoffe es ja auch mal, weil ich will ja auch mal Familie und alles. Ja, also, klar. Alles Gute. Jo, danke schön. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer und unser Thema morgen. Morgen haben wir ein festes Thema, die ganze Sendung über. Und das Thema heißt, ich bin ein schlechter Mensch. Ich möchte gerne mit Menschen reden, die dieses so ganz offen und selbstbewusst oder zu sich selbst stehend auch sagen. Ja, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich dieses und jenes mal getan habe, weil ich diese und jene Charaktereigenschaft habe, weil ich irgendwie aus meiner Haut nicht herauskomme. Ich weiß zwar Bescheid, was da in mir los ist, ich empfinde dieses auch als schlecht, aber ich schaffe es nicht, herauszukommen. Das ist das Thema morgen. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich hoffe, Michael ist nicht ein schlechter Mensch, den ich jetzt habe. Der ist nämlich 25. Hallo Michael. Naja, das ist Ansichtssache. Das ist Ansichtssache. Aber wir reden erstmal über dein Thema und dann gucken wir mal. Okay, also mein Thema ist, ich begehre meine Schwiegermutter. Oh. Ja, die auch verheiratet ist. Die Schwiegermutter. Ja. Das heißt, also, es gibt einen. Du bist auch verheiratet, ja? Das ist dann so? Nein, ich bin verlobt. Verlobt. Ja. Ich bin jetzt seit 2 Jahren bin ich verlobt und ich kenne auch meine Verlobte seit 2 Jahren. Mhm. Wie gleich verlobt? Kennengelernt und gleich verlobt? Nein. 6 Wochen. Wochen nach Kennenlernen. So schnell verlobt? Warum? Ja. Ich weiß nicht. Ich bin ein Mensch, der eine feste Bindung braucht, der auch sich gerne schnell binden tut. Das war damals, bei meiner ersten Ehe war das damals genauso gewesen. Ach, du warst schon sogar mit deinem... Ja, ich bin mittlerweile geschieden und habe mittlerweile auch einen Sohn, der jetzt 6, ja fast 7 Jahre alt ist. Und, also ein Frühstarter, ein Frühanfänger in Sachen Ehe und Beziehung. Ja. So, lass uns aber über die eigentliche Sache reden. Seit 2 Jahren mit deiner Verlobten jetzt zusammen und du begehrst die Schwiegermutter, also ihre Mutter. Ja. Seit wann? Oh, seit, sagen wir mal, 1/3 Jahr. So lange also, schon? Ja, also fast von Anfang an. Ja, pass auf, das war so, am Anfang haben wir uns überhaupt nicht verstanden, weil sie hatte völlige Vorurteile über mich gehabt. Mhm. Ich bin 8 Jahre älter als ihre Tochter. Ja. Das heißt, ich werde jetzt 26, ihre Tochter ist gerade 18 geworden. Mhm. Und
Ich hatte einen schwierigen Start gehabt. Mhm. Sie hat sich auch sehr negativ mir gegenüber verhalten. Hat sich denn die Stimmung bis heute ein bisschen auch von ihrer Seite aus zu dir? Ja, auf jeden Fall. Also, was heißt denn eigentlich, lass uns das mal eben klären, dann wissen wir mehr, worüber wir reden. Was heißt Begehren? Ist da schon was gelaufen? Nein, gar gelaufen nicht. Ist auf jeden Fall nicht. Weiß sie davon, dass du scharf auf sie bist? Ich habe Andeutungen gemacht, so zum Beispiel, weißt du, sie geht alle 2 Wochen tanzen. Mhm. Dann muss sie sich duschen, dann muss sie schön aussehen, sich schminken und so weiter. Da steht sie vorm Schrank, hat da nur ihren Morgenmantel da an und dann fragt sie mich so, was soll ich denn anziehen? Der ganze Kleiderschrank ist voll. Und ich sag so, ja Mensch, zieh doch das Kleid an, zieh darunter nix. Und dann, darf ich mal kurz fragen, hier wie ist doch ein Bett. Okay. Hier ist doch ein Bett. Und dann ist doch alles in Ordnung. Dann sagt sie, ja, aber wie, mein Mann fehlt mir. Wie, hier ist ein Bett? Zieh nichts drunter an, hier ist ein Bett? Im Schlafzimmer, Kleiderschrank. Ja, ich verstehe nicht. Was heißt der Ausspruch, hier ist auch ein Bett? Was heißt das? Ja, nur... Dass sie sich da hinlegen soll, während du dann auch... Oder was? Erklär's. Ja, das man könnte es ja mal probieren. Ach so, klar, du hast sie quasi aufgefordert, hier zieh nichts drunter, hier ist ein Bett. Ja. Was machst du denn da überhaupt in ihrem Schlafzimmer, wenn sie aus der Dusche kommt und sich anziehen will? Was hast denn du da verloren? Ich bin da hochgegangen, hab dann einen Kaffee, sie hatten nach einem Kaffee gefragt. Hm. Ja? Also ein Zufallding war das. Ja, genau. So, wie hat sie denn auf diese eindeutige Bemerkung, die ich jetzt auch verstanden habe, reagiert? Sie hat dann gesagt, ja, aber mein Mann fehlt mir. Würde mir dann fehlen. Also verstehe ich nicht. Das heißt, du machst die Aufforderung, mit ihr ins Bett zu gehen, dann sagt sie, mein Mann würde mir fehlen. Ja, sie ist ja verheiratet und sie geht nur mit ihrem Mann ins Bett. Mhm. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Das heißt das ist eine unerfüllte Liebe. Also du gehst davon aus, dass sie das schon kapiert hat, was bei dir los ist. Ja. Deine Verlobte weiß und ahnt davon gar nichts. Die weiß und ahnt davon gar nichts. Da hast du richtig gesagt, wenn ich das irgendwie ansteigen würde, dann würde sie von Eifersucht. Ist mir völlig klar. Was geht denn da in dir vor? Ist das einfach eine Geilheit oder was ist da los? Nein, also das ist so dieses... sagen wir mal, dieses Abenteuerliche. Kannst du dir dein Abenteuer nicht woanders suchen, als in so einer komplizierten Ecke da in deinem Leben? Doch, das Ding ist, dass ich gerne mit reiferen Frauen oder älteren Frauen, je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte... Und warum suchst du dir dann so eine ganz junge als Verlobte? Ich habe hier auch mir schon Abenteuer gesucht. Ach so, während deiner Verlobungszeit jetzt? Habe ich mit einer 42-Jährigen schon ein Abenteuer gesucht. Na klasse, und deine Verlobte? Hast du mal was von Treue gehört und Ehrlichkeit? Ja, habe ich schon gehört, ja. Ja, schon lange her, wo ich das eingehalten habe. Wie viel Mal bist du jetzt schon in diesen 2 Jahren fremdgegangen? Zweimal, einmal mit meiner Ex-Frau und einmal mit dieser. Ja. Dennoch hast du dir so eine ganz junge ausgesucht, mit der du jetzt zusammen bist. Mhm. Und begehrst sogar dann auch noch die Mutter von ihr. Ja. Finde ich alles unter aller Sau, Michael, muss ich dir ganz, ganz offen so sagen. Glaube ich dir. Wirklich, also da musst du, finde ich, alles unternehmen, um dagegen vorzugehen und du darfst dich da nicht so gehen lassen. Das ist eine Tabuzone, die einfach nicht überschritten werden darf, bin ich der Auffassung. Wenn du so scharf auf ältere Frauen bist, was ältere Frauen als du es bist, dann lass dich nicht auf eine Beziehung mit so einer jungen Frau an und lebe als Single und lebe das aus, aber mach nicht so komische Geschichten da. Ja, was soll ich jetzt groß dazu sagen? Okay. Die Frage ist jetzt, wie geht es jetzt weiter? Lässt es erneut ankommen auf irgendeine andere Situation? Stehst du sabbernd vor ihrer Schlafzimmertür und hoffst auf eine andere Chance? Oder entscheidest du für dich selbst, wie Händler sich davon? Schluss aus. Nein, Domian, das ist, Jürgen, das ist eine sagen wir mal, etwas...
was ich gerne hätte, aber nie bekommen werde. Ja, dann lass die Finger doch davon. Dann lass die Finger davon und schlag es dir aus dem Kopf heraus. Du bist schon viel zu weit gegangen, finde ich, mit der Bemerkung. Nein, sie reagiert ja dementsprechend ja genauso salopp. Das ist doch völlig egal. Es geht doch um dich jetzt. Es geht um dich, um deine Haltung und auch deine Haltung gegenüber deiner Verlobten. Das ist doch keine Art und Weise, was du da machst. Wenn das deine Freundin erfahren würde, stell dir mal vor, wie schlimm das für die ist. Mein Verlobter baggert meine Mama an. Stell dir das mal vor, wenn ihr das erstmal richtig vor Augen kommt. Ja, ich weiß schon, was dann hier passiert ist. Ja. Weiß ich schon. Ja, dann würde sie dich in den Wind schießen. Ja. Und zu Recht auch. Und zu Recht auch. Und aber richtig zu Recht. Und wenn sie dann noch erfahren würde, dass du schon zweimal fremdgegangen bist mit anderen Frauen, dann wäre das noch... Ja, von dem einen Mal weiß sie, von dem einen Mal weiß sie. Also von der Ex-Frau, das weiß sie, das hat sie von erfahren, das habe ich ihr auch gesagt. Und also Michael, meine Meinung ist völlig klar. Ja, habe ich schon verstanden. Völlig klar und ich würde wirklich dir dringend empfehlen, damit auch du klar dastehst in deinem Leben, die Finger davon zu lassen und dir das aus dem Kopf zu schlagen. Alles Gute. Okay, tschüss. Pass auf. Darf ich kurz was sagen? Also ich finde deine Sendung sehr klasse. Ja. Ich kenne sie von seit 97. Obwohl ich ja sehr geschimpft habe mit dir. Ja, ist auch scheißegal. Ich meine, ich muss ja auch Kritik anstecken. Und den WDR möchte ich gerne kritisieren, dass deine Sendung viel zu kurz ist. Man bekommt irgendwie zu wenig Chancen, um mit dir zu reden oder mit anderen Personen mal zu reden. Ich habe es, wie gesagt, seit 97 zu etlichen Themen mal probiert. Aber nun hat es ja geklappt, Gott sei Dank. Ja, diesmal hat es vielleicht geklappt, das ist richtig. Aber wenn ich habe noch einen, Anrufer da, Michael. Wollen wir dem die Chance geben, noch reinzukommen? Ja, ja, ist okay. Ich wollte es nur einfach mal loswerden. Sehr nett von dir und danke für das Kompliment. Alles Gute. Ja. Tschüss. Mach's weiter. Tschüss. Jo, tschüss. Und Sonja, 19 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Sonja. Ja. Ja, hallo, ich bin die Sonja. Du bist die Sonja. Genau. Jetzt haben wir nicht mehr so ganz viel Zeit, aber egal, wir schaffen es vielleicht. Ja, und wie gesagt, ich habe jetzt das Glück und habe das erste Mal angerufen gehabt und ich bin irgendwie sofort durchgekommen. Das war um was geht's denn? Ja, ich habe das erste Mal heute angerufen und das erste Mal bin ich durchgekommen. Also echt Glück. Ja, das ist wirklich Glück. Aber was ist das Thema? Eben, mein Thema ist, ich bin homosexuell und ich bin mit Mädchen zusammen. Aber habe seit einem Jahr eine Beziehung im Ausland mit einem Jungen. Mhm. Aber ich empfinde für diesen Jungen nicht mehr als eigentlich nur Freundschaft. Mhm. Warum bist du dann mit ihm zusammen? Du hast eine lesbische Beziehung hier in Deutschland? Ja, genau. Ja. Und warum bist du dann mit ihm überhaupt zusammen? Ja, weil ich ihn einerseits echt mag, aber ich habe auch Angst, ihn irgendwie zu verlieren. Und das möchte ich irgendwie auch ganz und gar nicht. Was heißt denn im Ausland? Wie oft seht ihr euch denn? Ja, vielleicht im Monat 3-4 Mal. Doch, 3-4 Mal, das ist ja schon viel. Ja, genau. Was heißt Ausland? Wie weit ist er entfernt? Italien. Genau. Seht ihr euch 3-4 Mal? Also fliegt ihr hin und her, oder was? Ja, so kann man sagen. Und deswegen merke ich auch dadurch, dass er mich liebt, weil es ist auch nicht gerade billig, 3-4 Mal in einem Monat. Also er besucht dich dann mehr als du ihn? Ja, ich besuche ihn eigentlich. Und? Ganz und gar nicht, also total selten. Ja. Schlaft ihr dann auch miteinander? Nein. Und deine Freundin, kriegt die das mit, dass dieser junge Mann dich immer zu besucht? Ja, sie weiß es ja auch, aber sie ist sich dann auch sicher, beziehungsweise ich schwöre es ihr dann auch. Bitte? Ich verstehe dich so schlecht. Ich schwöre es ihr dann auch. Du schwörst es ja auch. Genau, dass ich mit ihm nicht schlafe. Weiß denn der junge Mann, dass du lesbisch bist? Ja, nein. Nein? Jein, sage ich mal dazu. Ja, also ich habe ihm gesagt, dass ich bisexuell bin. Aber bist du gar nicht? Nee. Mensch, Sonja, da machst du aber wirklich einen dicken Fehler. Dann tische ihm doch einfach wirklich die reine und nichts als die Wahrheit auf und sag, hier, pass mal auf, da ist ein bisschen schief gelaufen, ich habe nicht so ganz die Wahrheit gesagt, ich bin lesbisch, ich habe eine lesbische Beziehung, wir können gern super Freunde sein, ich mag dich gerne, aber beziehungsmäßig und sexmäßig läuft gar nichts. Das musst du sagen, das ist der einfachste Ausspruch und das musst du tun. Ja, aber ich habe auch Angst, ihn irgendwie zu verlieren. Ja gut, dann verlierst du ihn. Gut, wenn du ihn deshalb dann verlierst, Was ist denn die Alternative? Dieses Spielchen hier so weiterzuführen, was du bisher geführt hast, das ist ja auch nicht korrekt, ihm irgendwie latent Hoffnung zu machen. Ja, aber...
Nee, wie kann ich das machen, dass ich ihn nicht verliere? Das weiß ich nicht. Du musst ihm erstmal die Wahrheit sagen. Und da muss man gucken, was daraus entsteht. Wenn daraus entsteht, dass du ihn verlierst, dann ist das der Preis der Wahrheit. Dann ist es halt so. Aber im Moment lebst du ja mit einer Lüge. Es ist eine Lüge zwischen euch beiden. Du musst es riskieren, wie er reagiert. Aber je länger du wartest, desto mehr Schuld, finde ich, irgendwie mehr Schuld, schuldig machst du dich auch. Aber ich habe es ihm ja auch erklärt gehabt, dass ich hier nebenbei mit einem Mädchen zusammen bin. Du musst es ihm klarer machen. Du musst es ihm knallhart ins Gesicht sagen. Und jetzt muss ich dir knallhart sagen, dass die Sendung vorbei ist. Wir rufen dich gerne gleich nochmal an, okay? Okay, danke. Bis gleich, tschüss. In der Technik, Malte E-Mails. Morgen heißt unser Thema, ich bin ein schlechter Mensch. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss. Es ist 2 Uhr vom Westdeutschen Rundfunk, hören Sie Nachrichten. Die Sicherheitsberaterin der US-Regierung, Condoleezza Rice, hat sich für die